Moin allerseits, ich bin Sven von autominimalist.net und diesmal habe ich an die Kappe gedacht, beziehungsweise jetzt habe ich eine, denn ich stelle euch heute wieder einen neuen Rucksack von Savotta vor. Ich habe euch ja zuletzt das Saddlepack 339 vorgestellt und schon in dem Video gesagt, dass ich mit dem nicht hundertprozentig zufrieden bin und es durchaus sein kann, dass der mich nicht allzu lange begleiten wird. Kurz nachdem das Video online ging, habe ich mich auch schon von dem Saddlepack getrennt, denn tatsächlich war es so, dass für meine Zwecke der Rucksack nicht ideal ist. Fancap nehme ich aber wieder ab. Bei dem Wetter ist mir das eindeutig zu warm, außerdem finde ich das ständig mit Cap hier im Wald. Es handelt sich bei dem Rucksack um den Savotta Border Patrol Rucksack und ich halte ihn für einen fast perfekten Bushcraft Rucksack. Und wenn ihr wissen wollt warum, einfach dranbleiben. Es handelt sich um einen fast perfekten Bushcraft Rucksack, weil ich ein paar kleine Modifikationen vornehmen werde, aber da komme ich ganz zum Schluss zu, denn das ist wirklich nur persönlicher Geschmack und hat nichts mit der Funktionalität oder dem Rucksack an sich zu tun. Ich werde euch den erstmal von außen zeigen und da so auf die eine oder andere Besonderheit eingehen, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und danach zeige ich nach und nach den kompletten Rucksack. Ich habe ihn jetzt extra mal befüllt, damit man ihn wirklich auch mal voll befüllt sieht. Es passt gut was rein. Ich habe im unteren Fach, im Schlafsackfach, habe ich eine Wolldecke, und zwar die Schweizer Wolldecke, die ich als Isomatte nutze, habe dann noch ein paar Socken mit dabei, Buff und so weiter. Im Hauptgepäck habe ich meinen Ansitzsack. Des Weiteren habe ich dann noch eine kleine zusätzliche Wolldecke drin, einmal eine Schlüpfjuja, ein Flanellhemd, Erste Hilfe, Werkzeug, so Kleinkram, was halt einfach so mit dabei ist. Und an der Seite jeweils noch habe ich jeweils eine 1 Liter Nalgenflasche mit Becher drunter eingepackt und drumherum noch Essen und weiteren Kleinkram. Es handelt sich wieder um einen klassischen Rucksack, wobei diese Reihe nicht aus der Classic Line ist. Das sind einfach Rucksäcke, die schon länger im Programm von Savotta vorhanden sind. Und auch hier wieder dieser schöne Lederpatch. Freue ich mich bei jedem Rucksack wieder drüber, wenn ich diesen Patch dran habe. Nicht wundern, hierüber, das mache ich mal los, das ist der Hüftgurt. Den Hüftgurt kann man schön, wenn man ihn nicht braucht, hier vorne vorfixieren. Dann ist er aus dem Weg und man kann ihn so tragen. Die Front, überhaupt die ganze Optik von dem Rucksack ist ziemlich aufgeräumt. Man hat hier keine Molle-Schlaufen dran, er macht nicht den ultra-taktischen Eindruck, was mir bei dem Rucksack sehr gut gefällt, weil es ihm so eine schöne, schlichte Optik gibt. Man hat erstmal hier zwei sehr, sehr, sehr lange Straps. Und so kann man den Rucksack wirklich ideal überpacken. Also man hat hier wirklich reichlich Platz. Also wenn ich diese hier aufmache und so ein bisschen locker, gehen wir mal hoch. Seht ihr, dass ihr wirklich reichlich Material habt und so hier drunter wirklich noch enorm was unterbringen könnt. Ihr könnt aber auch hier vorne einfach diesen Bereich nutzen und hier nochmal ein Tarp oder einen Schlafsack oder eine Wolldecke oder was auch immer ihr wollt eben drunter bringen. Das geht nicht hier runter, sodass es bis hierhin durchläuft und man auch hier was drunter schneiden könnte. Überhaupt sind unten keine weiteren Befestigungsmöglichkeiten. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte schön gefunden, wenn entweder die Schlaufen hier vernäht worden wären, dass man hier unten noch was hat, oder wenn man hier zumindest Aufsätze gehabt hätte, um eben was runterschneiden zu können. Aber auch das, wie gesagt, ist Geschmackssache. Dadurch, dass man oben so viel Platz hat, hat man eben die Möglichkeit, das dort unterzubringen. Also wie gesagt, hier vorne habt ihr reichlich Platz, so kann man es vielleicht noch mal ganz gut sehen, um etwas unterzubringen. Oder halt wirklich direkt unterm Deckelfach. Da hat man ebenfalls Platz. Es handelt sich hier um Schnallen aus Metall, was mir sehr, sehr gut gefällt. Generell wird das Border Patrol Pack auch so der kleine Bruder vom AJK genannt. Das kommt ganz gut hin. Da sind viele Gemeinsamkeiten, weswegen mir der Rucksack eben auch so gut gefällt, als kleinere Alternative zum AJK. Es bringt natürlich den Nachteil, ne, dass es länger dauert, den Rucksack zu öffnen. Also anders als bei den Steckschnallen, wo man einfach klack, klack und das Rucksackfach ist offen, muss man das hier wirklich lösen. Man kann es festzurren, kann es wieder lösen. Es dauert vielleicht 3 Sekunden länger. Es mag Menschen geben, die das stört. Mir ist das wirklich vollkommen egal. Denn ein weiterer Punkt, der mir sehr gut gefällt, der auch einfach gut ist, weil die Bänder so lang sind, wenn das jetzt nicht bis aufs Maximum ausgereizt ist, muss man gar nicht das hier komplett öffnen, sondern man kann einfach das hier so zur Seite legen. Einfach hochklappen und kommt dann direkt ans Innenfach. Das finde ich richtig gut, weil das geht halt auch schön schnell. Zack. Zack. Schön noch Spannung wieder. Ich mache es jetzt nicht ganz fest. Ich will es dir nur mal kurz zeigen. Und schon ist das Ganze wieder zu. Ich kippe den Deckel jetzt aber mal eben um. Und mache es ganz raus.
weil ich erstmal drumherum zeigen möchte, bevor ich dann weitergehe. Auch hier setzt sich die aufgeräumte Optik wieder fort. Also auch hier ist nichts weiter drunter. Wie gesagt, Molleschlaufen hat das gute Stück nicht. Braucht es meines Erachtens auch nicht, aber das ist eben Geschmackssache. Ich habe zwei Seitentaschen, die sind fix, also die könnt ihr nicht entfernen, wenn ihr sie nicht braucht, und die gehören aber zum Rucksack dazu und da kann man nichts dran ändern. Die kommen aber jeweils mit einer individuellen Besonderheit. Ich habe hier schon gespoilert, ihr seht es schon, bei dieser Tasche ist dahinter ein Einschub, dass ich da eine Axt beispielsweise oder eine Machete oder ein Stativ, wenn es jetzt nicht das zu dicke Stativ ist, denn so viel Platz ist dort hinter nicht, unterbringen kann. Das finde ich also wirklich genial, weil hier reingeschoben, Deckel rüber, erstmal sieht man es nicht, das finde ich immer ganz gut, und es ist eben sicher untergebracht. Darüber hinaus hat man hier drinne nochmal die Möglichkeit, das auch zusätzlich über so ein Band zu fixieren. Könnte ich auch rausnehmen, werde ich auch tun. Mache ich jetzt nämlich direkt mal. Denn das brauche ich nicht. Die Axt ist durch die Form einfach so, dass sie nicht rausrutschen kann. Sie kann nicht durchrutschen oder so. Bei einer Machete, da würde ich sie da ranmachen, weil ich den Griff einfach nur fixieren wollte. Ich habe aber eh keine Machete, also von daher ist das egal. So. Also ihr seht, es passt so meine Hand drunter. Ich habe das jetzt aber auch relativ voll. Also je leerer das natürlich ist, desto mehr Platz habt ihr da. Ist ganz klar, aber für eine Axt reicht es eben auch vollgepackt. Auch hier sind wieder Metallverschlüsse, die sind wirklich durchweg dran. Hier ist relativ wenig Plastik. Es ist natürlich Cordura, was natürlich Plastik ist, aber was die Verschlüsse angeht, da ist wirklich auf Metall gesetzt worden. Die sind relativ kurz, aber lang genug, sodass man halt nicht ewig ziehen muss, dass man aber trotzdem gut was reinbekommt. Jede Tasche selber hat nochmal so eine Schneeschürze, die auch hier nochmal gesichert ist. Ich lasse das meistens auf, weil da nichts passiert. Wie gesagt, ich habe hier jetzt eine Amadinalgen drin mit dem Tatonka-Becher. Darunter habe ich Nahrung, also zwei Packungen Studentenfutter ein bisschen. Da habe ich noch Schnur hier drin und so weiter. Also es passt wirklich reichlich hinein. Zack, das wieder zu. Deckel drüber. Sieht auch vom Deckel wieder, es ist so leicht beschichtet wieder. Das heißt, auch dieser Rucksack ist sehr, sehr, sehr wasserabweisend. Gilt wieder nicht als wasserdicht, sondern nur stark abweisend. Was mir voll und ganz ausreicht. Auf der anderen Seite, wir bleiben mal in dieser Ansicht, auf der anderen Seite ebenfalls eine Tasche, auch hier auf die gleiche Art und Weise mit Metall und hier wieder mit Schneeschürze, gleich groß. Was aber eine Besonderheit dieser Tasche ist, ist, ich lasse mal ab, da komme ich gleich zu, dass hier ein Reißverschluss ist und das ist kein flaches Fach davor, sondern es gibt euch direkten Zugriff auf diese Tasche. Wie gesagt, hier habe ich jetzt auch ein bisschen Trockenfrüchte. Ich habe hier eine Wasserflasche, auch wieder eine Allergen drin und ein Studentenfutter. Ja, viel mehr habe ich nicht drin, ist auch noch reichlich Platz, wie ihr seht. Hier hinter keine Chance, hier ist kein Einschub. Bei dieser Tasche ist wirklich dieser Reißverschluss. Das finde ich richtig super, dass ihr beide Optionen habt. Ich mache das ganz gerne, dass ich hier Essen und irgendwas an Kleinkram uns drin habe. Ich habe jetzt nur für Demonstrationszwecke einmal vollgeknallt. Normal wäre die Flasche auch im Haarfassad, dann hätte ich hier wirklich nur Essen und Kleinkram drin. Und da finde ich es einfach gut, dass ich nicht hier ran muss, sondern ich kann mal eben kurz auf, rausnehmen, fertig. Eine weitere Besonderheit habe ich gerade abgemacht. Und zwar ist das dieser Kompressionsriemen. Denn ja, das ist ein Kompressionsriemen. Der geht hier einmal quer rüber und dient halt dazu, den Rucksack noch ein bisschen in Form zu bringen und die Sachen so ein bisschen zu komprimieren. Der gefällt mir nicht. Das ist grundsätzlich eine ganz nette Idee, aber ihr seht jetzt hier vielleicht schon, mit zwei Wasserflaschen drin und dem Hauptfach gut gefüllt, habe ich hier wirklich nur noch so ein Fitzelchen, um das zu komprimieren. Das geht, das reicht, aber wenn ich zum Beispiel meine große Wasserflasche drin habe, wird es halt wirklich eng und es ist halt so ein Gefriemel rein und ich brauche es auch nicht. Wen es stört, den stört es, wen nicht, den nicht. Das ist so ein Punkt, der für mich so eine Kleinigkeit ist, wo ich sage, oh, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eine weitere Besonderheit, die mir ganz gut gefällt, ist diese Schlaufe. Die ist natürlich für ein Gewehr gedacht. Also es ist natürlich militärisch genutzter Rucksack, Border Patrol, ganz klar, Grenzschutz. Aber man kann das ja auch anders verwenden. Man muss jetzt nicht zwingend ein Gewehr dort unterbringen, sondern als Alternative kann man hier, wenn man einfach eine Axt durchführt, hier rumgeht, hat man hier oben nochmal Klepp. Dann hier rumgehen. So,
Und so hat man die Achse nochmal sehr, sehr gut fixiert. Nicht ganz so gut wie an der Seite. Es könnte jetzt hier sich lose rutschen, dann könnte es rausrutschen. Ihr könnt jetzt aber noch hier einmal drehen, hoch. Und dann ruckt und rührt sich da nichts mehr, dann kann das auch nicht mehr verrutschen. Ihr seht, das ist hier wirklich fest drin. Das Ganze klappt aber natürlich nur, solange der Rucksack nicht voll gepackt ist. Wenn der Deckel so ein bisschen höher ist, dann passt die Axt schon nicht mehr hier und dann kann man es da nicht fixieren. Das ist also wirklich nur eine Funktion unter gewissen Umständen, nicht jedes Mal. Was bei dieser Schlaufe ungünstig ist, man sieht das hier vielleicht, dass es so ein bisschen genäht ist. Das ist eine Plastikplatte, die grundsätzlich ganz gut ist vom Gedanken her, weil es die Sache natürlich nochmal gut stabilisiert und dem Ganzen ordentlich Festigkeit gibt. Das Problem ist einfach, dass diese Plastikplatte von innen nicht nochmal mit Stoff irgendwie geschützt wurde, sondern wirklich als Plastikplatte so ein bisschen hervorragt. Das heißt, wenn man von innen so ein bisschen was reinschiebt, muss man aufpassen, dass man hier mit den Fingern einfach, dass man sich die nicht aufreißt und dann mit den Rücken, Fingerrücken und so weiter irgendwie langschraubt. Das nur so als Information. Das finde ich, ja, es ist nicht dramatisch und wenn man es weiß, kann man darauf achten. Es wäre eleganter gelöst, wenn da einfach nochmal so ein Stück Stoff drüber gewesen wäre. Könnte man sich da nichts aufreißen oder so und das wäre kein Thema. Aber dramatisch ist es allemal nicht. Dann hat man hier oben drauf 4 weitere Punkte, an denen man etwas anbringen kann. Und dazu gibt es auch diese Riemen dazu. Die gehören dazu. Hier seht ihr sie nochmal ein bisschen genauer. Die sind hier aus so einem gummierten Material, zumindest aus einem Gummimaterial festgenäht. Und mit den beigelegten Riemen geht man einfach hier durch. Das Prinzip kennt man von ganz vielen Rucksäcken. Einfach hier durchgehen und habt dann hier die Möglichkeit, hier was zu fixieren. Die sind so lang. Also ihr seht das wirklich von der Menge her, die sind so lang, da kann man einen Esel dran befestigen, wenn man möchte. Sag ich doch. Das Problem an diesen Riemen, sofern man es Problem nennen kann, ist auch wieder so eine Sache des persönlichen Geschmacks. Auch hier gilt, wenn der Rucksack wieder etwas voller ist und dementsprechend etwas weiter in die Richtung geht, sind diese Befestigungen, das sieht man hier schon, in Richtung Kopf. Das heißt, entweder ist es schon so weit, dass es einen in den Nacken drückt und man muss die ganze Zeit auf den Boden gucken. Oder aber es ist einfach wieder das Problem, dass man selber nicht nach oben, also in den Himmel gucken kann, weil man dann mit dem Hinterkopf gegen diese Ladung stößt. Das ist auch wieder persönlicher Geschmack. Ich mag das tatsächlich nicht so gerne, wenn ich in meiner Sicht irgendwie beeinträchtigt werde, also auch wenn ich nach oben gucken will. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie dramatisch wäre, aber für mich persönlich ist es halt einfach störend, weswegen ich die einfach auch nicht drin habe. Wenn das Hauptfach ein bisschen weiter nach vorne gezogen ist, dann wäre es wirklich hier oben drauf und dann kann man wieder gut dort oben etwas befestigen. Das heißt, ich könnte natürlich auch Sachen aus dem Hauptfach rausnehmen, oben ranschnüren, wenn ich es wollen würde. Das ginge auch. Man hat aber auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, dass man entweder hier vorne vor, unter dem Deckel oder halt eben oben drauf etwas befestigen kann. Irgendeine Lösung davon wird immer passen. Deswegen ist das kein dramatischer Kritikpunkt, weil man eben mehrere Optionen hat. Wenn das die einzige Option wäre, dann wäre es für mich tatsächlich schon fast so ein Ausschlusskriterium. Wenn ich also nicht die Möglichkeit hätte, noch irgendwas Größeres unter den Deckel und anzubringen oder vorne vor, sondern wirklich nur hier, das wäre für mich problematisch. Aber so stört es mich nicht. Bänder raus und kein Problem. Und wenn ich hier Kleinkram unterbringen möchte, kann ich das ja immer noch tun. Ich habe so ein Gefühl, dass das wieder ein sehr langes Video wird, aber ich möchte euch auch alles vernünftig zeigen. Ich bleibe jetzt nochmal beim Deckel und mache das Ganze wieder auf. Und ich mache es auch ganz auf. So, der Deckel an sich ist wirklich nur so ein Stück Stoff, bietet aber hier die Option, das ist vorne, ist komplett eine Tasche, aber die ist nicht geschlossen. Also die hat hier reichlich Platz, da kann man zum Beispiel, könnte man da nochmal so ein bisschen was an Kleidung reintun, sein Skimac oder was Größeres oder was Flaches, eine Karte. Ich habe es immer dafür genutzt, um tatsächlich so ein bisschen Kälteschutz nochmal reinzupacken oder auch meine Juja, also die Regenschutz-Juja, die passt hier auch super rein, wenn ich sie zusammenfalte. Und das ist kein Problem beim Schließen, also dadurch, dass es weiches Material ist, kann ich trotzdem den Deckel ganz normal schließen. Hier oben ist einfach diesen Verschluss hier, kennt man, wer zum Beispiel mal den Hospitalrucksack LK oder LK35 von der schwedischen Armee hat oder hatte, der kennt diesen Verschluss, der wird da auch verbaut.
ist ganz einfach, zack, der wird reingedrückt, dann ist das fest. Und wenn man das hier rauszieht, kann man es wieder bewegen. Ist eine Sache, die ich auch gleich mal zeige. Ich habe ihn extra übrigens im Ursprungszustand den Rucksack gelassen und nichts abgemacht, was ich sonst abmachen würde, damit ich euch das zeigen kann. Der ist mir hier so ein bisschen, beim schwedischen Pendant finde ich den tatsächlich ein bisschen feiner gelöst. Hier finde ich den recht hakelig. Also ich werde den hier jetzt direkt entfernen. Machen wir hier einen Knoten rein. Und meistens mache ich diese Sachen eh nicht komplett zu. Und dann arbeite einfach damit, ich ziehe es zu und setze mir gegebenenfalls eine Schlaufe rein, so eine leichte. So, einfach so reingeschlaucht. Dann habe ich so zu, wie ich es haben möchte. Das kann ich aufgehen. Zack, und es ist offen. Für mich reicht das. Auch das ist Geschmackssache. Hier oben drauf haben wir noch eine Schneeschürze, die auch sehr geräumig ausgefallen ist. Hier haben wir noch mal so ein Plastik. Und mit dieser Schneeschürze habt ihr also auch noch mal die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern. Mit dem großen Deckel habt ihr also wirklich gut die Option, ordentlich Krams reinzupacken. Zum Innenraum gibt es gar nicht so viel zu sehen. Was hier nochmal, könnt ihr das sehen? Ja, hier seht ihr nochmal den stabilen Außenrahmen. Das ist also wirklich ein richtig schöner Alurahmen, den man auch rausnehmen könnte, wenn man es wollen würde, aber da sehe ich keine Notwendigkeit. Dahinter habt ihr hier so eine kleine Tasche, da ist auch dieser Rahmen drin. Und in dieser Tasche, da kann man auch eine Wasserblase unterbringen. Das heißt, da hat man die Option zu, muss dann aber hier halt einfach irgendwo an den Rand gehen, weil man keinen Auslass extra für einen Schlauch der Wasserblase hat. Ansonsten ist es halt ein ganz normaler Innenraum. Auch hier, zack, zuziehen. Zack, zuziehen, kleine Schlaufe rein. Und Deckel wieder drüber. Was man hier auch nochmal sagen kann, wem es nicht selber aufgefallen ist, der Deckel ist sehr, sehr groß, also man hat hier wirklich ordentlich Platz. Und von der Seite sieht man es nochmal besser. Genau wie beim RJK ist hier so ein Gummizug, der einfach dafür sorgt, wenn man noch was drunter hat, dass es so ein bisschen auf Spannung ist und nicht so wild hin und her fliegt. Eine Bremse weniger, ich trauere nicht drum. Hier unten hat man nochmal ein Bodenfach über richtig schön stabile, einen richtig schön stabilen Reißverschluss, wo man auch diesen ganzen unteren Bereich ab hier nach unten gehend nutzen kann. Was mir da wieder nicht ganz so gut gefällt und was ich mir wahrscheinlich auch anpassen werde, ist, dass hier so ein Zwischenboden ist. Und dieser Zwischenboden ist fix. Also auch da hat man nicht die Möglichkeit über Reißverschluss oder so, wie man es bei vielen Rucksäcken kennt, dass man das auftrennen kann und ein großes Fach hat, sondern man hat da wirklich nochmal diese Zwischenwand drin, ja, und muss damit leben. Beziehungsweise man muss nicht damit leben, sondern das ist, die Naht ist sehr gut zu sehen. Also man kann das sehr, sehr gut, wenn man möchte, eben auch entfernen, was ich auch tun werde. Zuletzt kommen wir aufs Tragesystem zu sprechen. Und zwar habt ihr hier zwei breite, sehr gut gepolsterte Schultertragegurte. Und zwar sind die ja nahezu identisch, wenn nicht sogar komplett identisch, zu den Schultertragegurten von dem AJK. Das ist hier wieder dieses schöne, dicke, gepolsterte Material, was mir sehr, sehr gut gefällt. Dann habt ihr hier gar nichts. Hier unten habt ihr nochmal einen schlichten Hüftgurt. Auch der wird wieder mit einer Metallschnalle geschlossen. Und das war schon das Tragesystem. Viel mehr ist da nicht. Eine weitere Besonderheit, beziehungsweise ein weiterer Punkt, den man im Kopf haben muss und der für mich auch für das fast perfekt sorgt, aber auch das ist wieder eine Sache, die individuell verschieden ist. Und zwar ist dieser Bauchgurt, dieser Hüftgurt, sitzt relativ stramm, ist in seiner Funktion aber gut, also man kann ihn wirklich gut stramm ziehen, das passt. Aber ich habe jetzt hier noch so viel Material über, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, nicht mal eine Handbreit. So, das heißt, wenn man ein bisschen mehr Format hat, dann wird der Hüftgurt einfach nicht passen. Auch hier hat man, ich kann jetzt hier noch ein bisschen enger gehen. So, dann liegt es natürlich noch mehr am Rücken an. Sieht man also, ich habe am Rücken, hier ist gar keine Luft, also das ist wirklich gar nichts. Wenn ich hier ein bisschen lockerer gehe, so, dann liegt es so, ja, das war schon zu viel. So, dann liegt es so ganz gut auf der Hüfte auch. Ich habe hier jetzt wieder die Möglichkeit, was man sehen kann. Na, hier kommt die Hand, hallo. Da habe ich die Möglichkeit, das ein bisschen mehr auf die Hüfte zu legen, was auch gut funktioniert. Also ich habe jetzt wirklich das Gewicht hier liegen. Da ist dieser Hüftgurt wieder gut. Und ich habe hinten so ein bisschen Luftzirkulation. Also obwohl das ganz platt ist, habe ich hier hinten durch diesen Winkel ein bisschen Luft. Ich habe aber auch hier im Übrigen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so, ist hier hin, nur noch dieses Material, um es lockerer zu machen. Also auch da
wenn man mehr Platz braucht. Aber beim Grenzschutz ist man wohl eher von der schmaleren Sorte und da scheint das kein Faktor zu sein. Für mich muss ich auch da gucken, wenn ich hier jetzt noch eine Schlüpfjuja drüber habe, meine normale Juja oder vielleicht einen Mantel. Also wirklich, wenn fiese Minustemperaturen sind, könnte es schon sein, dass der Rucksack schlicht nicht mehr passt. Das ist natürlich eher ungünstig. Klar, ich habe ihn mir durchaus geholt für, ja nicht für die Winterzeit. Das ist natürlich der andere Punkt, wenn man sich den holt. Für welche Zwecke holt man sich den? Für mich war es tatsächlich eher so Sommer, Frühjahr, Herbst so. Spätfrühjahr, Frühherbst, so dieser Bereich. Da wollte ich ja ganz gerne noch einen haben, der von der Größe her größer ist als mein Jäger 2. Jäger 2 funktioniert halt, da passt zwar auch eine Wolldecke rein, aber es wird insgesamt einfach, wenn ich Felle mit drin haben will und noch eine zweite Wolldecke oder Ansitzsack, da wird der zu klein. Den AJK will ich halt, das ist so ein bisschen wie mit Kanone auf Spatzen schießen, den will ich nicht halb gefüllt nur mitnehmen, deswegen wollte ich da halt einfach noch so eine mittlere Größe haben. Also von daher ist das auch so ein Punkt, wo man sehen muss, ist das ein Problem oder ist das kein Problem? Also so wäre jetzt meine normale Tragweite. Da habe ich hier nochmal, ich würde sagen, so 10 cm Material. Hier habe ich dann wieder ein bisschen mehr. Das sind dann irgendwie so, was weiß ich, gute 20, irgendwas in dem Dreh. Und dann passt das auch. Ein Brustgurt, das ist so der letzte Punkt an dem Tragesystem, ist nicht vorhanden. Und da könnte man sich was dran befestigen. Also das wäre das Problem nicht. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Wahrscheinlich nehme ich einen dieser langen Trageriemen, kürze mir den entsprechend, packe den hier zwischen, um einfach da nochmal die Möglichkeit zu haben, das so ein bisschen ranzuholen. Wie gesagt, der für mich fast perfekte Bushcraft-Rucksack in seiner Größe, muss ich mal dazu sagen, weil der perfekte Bushcraft-Rucksack, wenn es ein bisschen größer sein darf, ist für mich der AJK für meine Zwecke da, für das ich großvolumig unterwegs bin, weil an dem AJK habe ich wirklich gar nichts auszusetzen. Der ist einfach perfekt für mich, wie er ist. Hier gab es wieder so ein paar Punkte. Beim Saddlepack waren tatsächlich Nachteile für mich zu intensiv. Hier sind Sachen, die ich entweder individualisieren kann, wo ich Abhilfe schaffen kann oder wo ich Alternativen habe, dass es wirklich nicht so schlimm ist. Was das Tragesystem angeht, für kürzere Touren mit hohem Gewicht ist das okay. Also hohes Gewicht damit zu tragen ist sowieso gar kein Problem. Hohes Gewicht meint jetzt alles, ja, so richtig hohes Gewicht ist es nicht um 20 Kilo rum. So, das passt super damit. Er lässt sich super tragen, ohne Frage. Man schwitzt ein bisschen am Rücken, aber er bietet ein schönes, großes Volumen, hat viele Möglichkeiten des zusätzlichen Bepackens, deswegen ich den sehr gerne mag. So, viel mehr gibst du dem Rucksack so auch gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Review was anfangen. Und wenn der ein oder andere sich für den Rucksack interessiert, hoffe ich, dass ich da ein bisschen zur Entscheidungsfindung beitragen konnte. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, genauso wie ich mich freue, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.